Ja, moin Leute, herzlich willkommen hier bei eurem Mr. Freako. Ich wurde getaggt. Endlich mal, tatsächlich. Diese Tag-Welle, dachte ich, wäre eigentlich schon vorbei. Das dauert, irgendwelche neuen Tags rausgehauen werden. Aber anscheinend doch noch nicht. Und ich wurde diesmal auch erwischt. Und zwar von dem lieben Danosch. Das Video dazu und sein Kanal ist unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ist ein cooler, korrekter Typ auf jeden Fall. Hat mich auch sehr gewundert, dass der mich taggt. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Also die Tags sind so entweder oder Fragen. Und die erste Frage ist, Laptop oder Computer? Ja, ich habe mir mal damals einen Laptop gekauft für die Montage. Ich war damals auf Montagearbeit, 3 Jahre. Damit man unterwegs halt auch ein bisschen erreichbar ist, sage ich mal so. Und ja, aber sonst Laptops für zu Hause finde ich irgendwie Blödsinn. Da steht er eh auch nur an einem Platz und deswegen würde ich ganz klar sagen, Computer, also hier Rechner. Habe ich mittlerweile sogar 2 Stück hier stehen. Einen von mir, einen alten, und schon einen neueren, den hat mir mal meine Schwester geschenkt. Der ist sogar besser als mein alter. Boah, hab ich hier einen fetten Pickel, ey, scheiße. Naja. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, Computer. Ist geiler, kann man mehr mitmachen im Endeffekt. Und ja, Computer. Die zweite Frage lautet, McDonald's oder Burger King? Da bin ich in anderer Meinung wie der Danosch. Ich würde sagen, dass die Burger bei McDonald's besser schmecken, weil ich finde bei Burger King dieses Brötchen, so pappig irgendwie, weiß auch nicht. Obwohl, ich war jetzt schon bestimmt 2 Jahre nicht mehr da. Ob sich da was geändert hat, weiß ich nicht. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die da jetzt irgendwas ändern. Gut, bei McDonald's bin ich auch sehr selten. Aber ich würde sagen, McDonald's. Dritte Frage, Deo Spray oder Deo Roller? Da ganz klar Deo Spray. Vierte Frage, Äpfel oder Erdbeeren? Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil wenn ich mal Erdbeeren esse, dann sind die eher, dann haben die gar keinen Geschmack. Sind die vielleicht wässrig oder leicht sauer? Da habe ich eigentlich nie so viel Glück mit, das ist das Problem. Deswegen eigentlich eher Äpfel, würde ich sagen, Äpfel, ja. Fünfte Frage, Katze oder Hund? Ja, ich würde sagen, Katzen, die sind ja ganz eigene Tiere, sag ich mal. Die haben ja ihren ganz eigenen Willen, sind immer richtig frech und so. Und Hunde finde ich schon cooler, auf jeden Fall. Also Hund. Sechste Frage, blond oder braun? Da sage ich braun. Gibt es keine Begründung für. Finde ich einfach attraktiver, ansprechender. Ja. Siebte Frage, süßes oder herzhaftes Essen? Da sage ich auch ganz klar herzhaftes Essen. Klar, ab und zwischendurch mal was Süßes, vielleicht ein Stück Schokolade oder so. Aber eigentlich immer herzhaft. Achtens, Lego oder Playmobil? Ich hatte genauso wie der Danosch vom Playmobil diese Westernstadt. Hatte ich auch. War richtig fett. Lego, was hatte ich von Lego? Ja, ein paar Bausteine. Also jetzt kein besonderes Thema, sondern einfach nur wild gemischt bunte Bausteine hatte ich von Lego. Ich glaube, damit habe ich gar nicht so viel gespielt früher. Aber trotzdem würde ich sagen, dass Lego geiler ist. Auch durch die Spiele und so, die es da alle gibt, durch den Lego Movie. Da gibt es ja viel mehr Auswahl, viel mehr geile Sachen, sag ich mal so. Und da ich ja auch im Toys R Us arbeite und da mit den Sachen natürlich oft in Verbindung komme, finde ich Lego irgendwie geiler. Ja, auf jeden Fall. So, neunte Frage, Nike oder Adidas? Da sage ich, da ich mehr Sachen von Nike habe, sage ich da Nike. Zehnte Frage, iPhone oder Samsung Galaxy? Da ich nichts von beiden habe, ich habe von meiner Schwester hier mal so ein Nokia geschenkt bekommen, ich weiß gar nicht jetzt genau den Begriff, also auch ein Smartphone, was ich vorher noch gar nicht hatte, das habe ich jetzt vielleicht ein halbes Jahr. Ich habe seit einem halben Jahr erst ein Smartphone. Da ich iPhone ein bisschen von meinem Vater kenne, weil der immer eins hatte und relativ unzufrieden damit war, würde ich zu Samsung Galaxy tendieren. Ja. Elfte Frage, Party oder Chillen? Ja, das ist auch schwierig. Ich mache gerne Party. Also ich habe schon Bock am Wochenende mal wegzugehen, mit Leuten zu feiern zu gehen. Klar, das ist natürlich immer mit Kosten verbunden, kostet immer Geld, feiern gehen, deswegen ist Chillen auch nicht verkehrt, ne? Spart man Geld, kann man mal zu Hause abhängen, bisschen zocken, auspennen, man hat den nächsten Morgen keinen Kater,
Das ist auch immer ganz gut. Also es ist schwierig. Entweder oder. Ich würde sagen, chillen. 12. Frage. Subway oder KFC? Ich war tatsächlich noch bei beiden noch nicht. Ich habe hier einen Subway um die Ecke, bin aber noch nie hingegangen. Weil ja, die Leute gespaltener Meinung sind. Einige sagen, schmeckt gut, andere sagen, schmeckt scheiße. Also deswegen bin ich noch nie hingegangen. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Mal gucken, vielleicht gehe ich die Tage mal hin, um es ausprobieren. Aber wie gesagt, ich war bei beiden noch nicht. Und deswegen kann ich mich da gar nicht so wirklich entscheiden. Ich sage jetzt einfach mal Subway. Ich werde es die Tage mal ausprobieren. Also erstmal Subway. Frage 13. Links- oder Rechtshänder? Ich bin Linkshänder. Frage 14. Cola oder Fanta? Also ich sag mal, im Sommer eine kalte Cola ist schon geiler. Ansonsten trinke ich sowas ja gar nicht. Aber im Sommer vielleicht mal kalte Cola kommt schon ganz gut. Frage 15. Horror oder Liebesfilm? Ja, ganz klar Horrorfilm. Ich habe zwar mal mit einer Freundin Liebesfilm geguckt, aber war nicht so mein Ding. Ne? Macht man nur den Mädels zuliebe dann. Aber ganz klar Horrorfilm. Frage 16. Nintendo oder PlayStation? Eine PlayStation habe ich gar nicht. Ich habe die PlayStation 1 noch hier. Die habe ich früher halt immer gespielt. Ne? Und seitdem habe ich die auch. Aber eine neuere Konsole von PlayStation, also PlayStation habe ich nicht. Nintendo Wii habe ich hier. Die spiele ich auch noch ziemlich oft, auch mit Kumpels und so zusammen. Macht eigentlich immer recht Bock. Deswegen würde ich sagen Nintendo. Frage 17. Canon oder Nikon? Ich sag Canon. Frage 18. Kino oder DVD? Gemütlicher DVD-Abend ist schon was Geiles. Dann kann man es sich halt richtig schön gemütlich auf dem Sofa machen. Aber ich würde trotzdem Kino vorziehen, weil es natürlich viel geiler ist, im Kino zu sitzen, die ganze Geräuschkulisse mitzukriegen. Also deswegen Kino. Frage 19. Weihnachten oder Geburtstag? Ja, da bin ich derselben Meinung wie der Dennosch. Klar, Geburtstag hat dann nur einer. Weihnachten ist natürlich dann für alle da. Und außerdem, wenn ich mal Geburtstag habe, dann feiere ich es eh nicht. Und bei Weihnachten, da sieht man mal seine ganze Family und das ganze Feeling, Weihnachten, Weihnachtsbaum und so, ist dann schon irgendwie was anderes. Also Weihnachten. Frage 20. Zocken oder Skaten? Ja, mit Skaten habe ich nichts am Hut. Ich zocke lieber, ganz klar. Frage 21. Nacht oder Tag aktiv? Kommt drauf an. Wenn ich jetzt einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir hatte, dann bin ich gar nicht mehr aktiv. Dann lege ich mich ins Bett, gucke einen Film. Und das war's, dann gehe ich pennen. Da bin ich dann eher tagsüber aktiv. Aber so am Wochenende, wenn ich mal mehrere Tage frei habe, dann bin ich schon eher nachtaktiv. Dann hänge ich den Tag über nur so ein bisschen rum und nachts werde ich dann erst richtig wach. Beziehungsweise spät abends. Deswegen, ja, würde ich schon eher sagen nachtaktiv. Frage 22. Beziehungsmensch oder eher Single? Klar, man hätte schon gerne. Ich bin momentan in keiner Beziehung, also ich bin Single seit 3 Jahren. Klar, ich wäre gerne in einer Beziehung, aber ich sag mal, das Single-Leben genieße ich auch sehr. Da hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Ne? Man kann Party machen rund um die Uhr, kann sich die Weiber hier nach Hause einladen. Aber ich glaube, eine Beziehung ist schon was Schönes. Also, ja. Was bin ich? Beziehungsmensch doch schon. Wäre schon schön, wieder in einer Beziehung zu sein. Ja, Beziehungsmensch. So, Frage 23. Disney oder Looney Tunes? Wenn ich jetzt spontan so ein paar Filme denke, sage ich Disney. Ganz einfach Disney. Frage 24. Apple oder Microsoft? Da ich bei Apple immer an iPhone denke und wir schon vorhin schon das Thema hatten mit iPhone, dass mir iPhone nicht so gefällt, und ich eine Xbox hier habe und da eigentlich immer mit zufrieden war mit Xbox und so und mit meinem Windows-Kram hier, würde ich sagen Microsoft. Frage 25. Baden oder duschen? Boah, ich habe schon ewig nicht mehr gebadet. Wenn man es dann mal machen könnte, weil ich ja keine Badewanne hier habe, dann wäre es bestimmt richtig geil. Mal schön entspannt baden. Aber sonst bin ich eigentlich der Duschtyp. Also eher duschen. Frage 26. Batman oder Spider-Man? Ja, ich finde Batman, das ist ja ein richtiger Badass, den finde ich geil, also würde ich sagen Batman. Frage 27. Dunkin' Donuts oder Starbucks? An einem Tag
Also ich kannte das vorher noch nie. Ich war einmal in Köln, da habe ich direkt beides an einem Tag besucht. Seitdem war ich auch nie wieder in so einem Laden drin. Ich würde sagen Starbucks. Die Shakes da, der war schon ziemlich geil, den ich da hatte. Ja, Starbucks. Frage 28. Cap oder gestylte Haare? Ich sag, wie man sieht, gestylte Haare. Frage 29. Manga oder Comic? Ich sag da ganz klar Comic, weil ich stehe nicht so auf dieses Japan-Zeugs, sag ich mal so. Lieber einen schönen, anständigen Comic. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. YouTube oder TV? Ja, da ist es schon ganz klar bei mir. YouTube. Ich gucke schon so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Wenn, dann gucke ich mir mal einen Film auf DVD an oder so. Auf DVD oder Blu-ray. Aber meistens gucke ich immer YouTube-Videos. Deswegen YouTube. So Leute, ich nominiere auch noch zwei Leute. Und zwar den Kanal Hey Stan und den Vlog Zockt. Also viel Spaß mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis dann. Ciao.